In diesem Video möchte ich nochmal mit Ihnen besprechen, was macht es aus, wie schnell ein Algorithmus überhaupt läuft. Hier habe ich mir erstmal von der mathematischen Sichtweise etwas vorbereitet, nämlich eine Grafik, wie verhalten sich die verschiedenen Komplexitätsklassen zueinander. Wenn ich einmal die Großo-Notation berechnet habe für meinen Algorithmus, was macht es aus, wo bin ich, welche Komplexitätsklasse ist das? Im Optimalfall befinde ich mich natürlich hier in dieser Linie, wo die Groß-O-Notation von 1 ist. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass mein Algorithmus immer in konstanter Laufzeit läuft, egal wie viel Eingabe ich ihm gebe. Das ist natürlich ein absolut optimaler Wunderfall, wo es normalerweise eigentlich selten der Fall ist oder selten interessiert man sich überhaupt für solche Algorithmen, wie schnell sie sind. Ein Beispiel dafür wäre das Extrahieren des ersten Elementes aus einer Liste. Das ist einfach. Das ist immer konstant, egal wie groß die Liste eigentlich ist. Die zweite Komplexitätsklasse, die sehr, sehr gut ist, ist die logarithmische. Das wäre diese Klasse hier. Da kennen wir einen Algorithmus bereits. Das ist die Binary Search oder binäre Suche. Das ist super. Das ist extrem schnell und das möchte man immer haben, egal wie groß die Eingabe ist, die Komplexität wächst extrem langsam. Man sieht es auch, dass über die Zeit hier, das sind wirklich sehr, sehr große n's, also n geht hier wirklich zur Unendlichkeit. Für sehr, sehr große n's ist die Komplexität dieser Klasse immer noch sehr, sehr niedrig und fast konstant. Das ist super. Dann kann man natürlich auch den Fall haben, dass die Komplexitätsklasse die quadratische Wurzel von n wächst. Das ist auch immer noch sehr gut. Und immer noch als perfekt betrachtet man eine Komplexitätsklasse, die zum Beispiel linear wächst. Linear ist auch eine tolle Sache. Linear bedeutet, wenn ich 1000 Elemente reinbringe in den Algorithmus, der wird ungefähr 1000 Schritte auch brauchen. Lineare Algorithmen sind toll. Das, was man auf gar keinen Fall haben möchte, ist eine Klasse, die so wächst wie dieses n hoch n. Wenn man in der Potenz hier drin irgendetwas hat, was von n abhängt, nicht mehr konstant ist, wie zum Beispiel hier die 3 oder hier die 2 oder hier die 1, dann haben wir einen sehr, sehr langsamen Algorithmus. Was bedeutet das aber in der Praxis? Ich habe hier etwas vorbereitet, und zwar eine Tabelle, die ich mir ausgerechnet habe, wie viele MIPS, Millionen Instruktionen pro Sekunde, brauche ich, um bestimmte Algorithmen zu berechnen, die verschiedene Komplexitätsklassen haben. Wenn wir zum Beispiel einen konstanten Algorithmus nehmen, zum Beispiel das Extrahieren des ersten Elementes einer Liste, dann kann man sehen, dass die Zeit, die man braucht, auf einem Raspberry Pi, einem sehr einfachen, sehr kleinen Minicomputer letztendlich, der sehr, sehr langsam ist, der hat letztendlich nur 4500 MIPS, der braucht so und so viel Zeit. Das ist okay, das ist immer noch relativ schnell. Dann braucht er natürlich viel weniger Zeit auf dem Intel Core i7, der hat dann 120.000 MIPS und natürlich braucht er vernichtend wenig. Also eigentlich fast nicht messbar, wenn man von diesem Server hier ausgeht. Das ist im Moment der schnellste Computer in der Welt. Jedenfalls war es das vor ein paar Monaten, als ich das nachgerechnet habe. Der hat im Moment ungefähr 30 Milliarden MIPS. So, das wäre ein konstanter Algorithmus. Dann sehen wir uns doch mal etwas, was nicht konstant läuft, sondern in n hoch 3. Ich habe insgesamt, n ist nur 100 übrigens. Der würde 3,7 Minuten auf dem Raspberry Pi brauchen, fast nicht mal eine Sekunde auf dem normalen Rechner, so wie mein Rechner, nicht dieser hier, aber ein normaler Rechner hat. Und dann immer noch vernichtend wenig, dass es hoch minus 7 ist, auf dem großen Großrechner. Dann sehen wir uns doch mal auch etwas an, was dann ein bisschen komplizierter ist, wie zum Beispiel O
Das Groß O ist 2 hoch n. Das heißt, die Konstante ist jetzt unten und in der Potenz haben wir n. Das, was wir besprochen haben, das wollen wir auf gar keinen Fall haben. Warum? Auf dem Raspberry Pi haben wir Jahre. Und zwar sehr, sehr, sehr viele Jahre. Auf dem Intel Core i7 brauchen wir immer noch zu viele Jahre. Es ist immer noch hoch 17. Und sogar auf dem Großrechner ist das nicht machbar. Das ist sozusagen ein Algorithmus, den kann ich nicht mal für n100 berechnen. Ein Beispiel dafür wäre die Brute Force Implementierung von TSP, von dem Traveling Salesman Problem oder eben von dem das Problem vom Handlungsreisenden. Das Letzte, was ich mir so ungefähr vorstellen kann, überhaupt berechnen zu können, ist ON hoch 10, also N ist jetzt wieder unten und 10 ist eine Konstante, ist die Potenz, aber die Konstante ist viel zu groß. Auf dem Raspberry Pi kann ich es vergessen, da brauche ich so viele Jahre, die kann ich nicht mal aussprechen. Auf dem Intel Core i7 brauche ich immer noch viel zu viele Jahre, da bin ich schon längst, da ist das Sonnensystem wahrscheinlich schon längst tot. Aber auf dem Großrechner bräuchte ich nur 105 Jahre. Ich bin immer noch zwar tot, wenn es da nachgerechnet ist, aber vielleicht ist die Menschheit noch da, um es nachzugucken, was es ist. Da denkt man immer an den Witz mit den 42 und mit dem Großrechner. Deswegen sind eben diese Laufzeiten oder diese Komplexitätsklassen wichtig zu kennen. Wenn man einen neuen Algorithmus hat, dann sollte man die Komplexitätsklasse bestimmen, um zu wissen, habe ich überhaupt die Chance, es zu benutzen, besonders für größere Eingaben, oder geht das eigentlich überhaupt nicht? Dankeschön.